Hoffmann im wunderschönen Machfelderhof. Freue mich, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Ulrike Kriegler und ich freue mich, dass ich Sie heute durch diesen Abend begleiten darf. Es soll ein Abend der Extraklasse werden, mit Frauen, die beispielhaft für ihre Ziele, Visionen und die Kraft der Frauen stehen. Und wir wollen gemeinsam feiern. Es ist nämlich auch ein Jubiläumsfest, denn das Wahlrecht der Frauen wird 100 Jahre alt. Natürlich sind viele tolle, außergewöhnlich und vor allem sehr gut aussehende Damen hier, aber ich freue mich und ich glaube, da darf ich im Namen aller Damen sprechen. Es ist uns eine große Freude, dass sich auch ein paar Herren zumindest hergetraut haben, oder? Herzlich willkommen! Christian Langer wird ein außergewöhnliches Dinner auftragen lassen. Es heißt Ladies' Choice und sämtliche Rezepte dafür sind von legendären Frauen, die Karriere in der Küche gemacht haben. Dazu erzähle ich Ihnen dann jeweils vor dem ersten Gang mehr. Ja, ein ganz wichtiger Termin heute, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Kann man sich das überhaupt noch vorstellen, dass Frauen nicht wählen dürfen? Kann ich mir zum Glück nicht mehr vorstellen, aber wir haben auch von Seiten des Landes schon einige Veranstaltungen dazu gemacht und ich finde, man kann nicht oft genug darüber reden, weil man, vor allem wenn man jung ist, einerseits vergessen haben kann, was Frauen damals imstande waren zu leisten, um das zu erreichen, und auch wenn man es nicht vergessen hat, ist es immer noch wichtig, daran zu erinnern. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir jetzt so weit sind, wie wir sind. Ich glaube, auch 1919 war das nicht unbedingt, um salopp zu sagen, eine gmade Wiesn, das war auch ein längerer Kampf. Ne? Es ist immer noch ein Kampf, er ist zwar schon ein gutes Stück weiter, aber wenn man sich die Entwicklung der Zahlen ansieht, die zum Beispiel in der Politik vertreten sind, was Frauen betrifft, hat es sehr lang gedauert, bis man sie überhaupt bemerkt hat, zahlenmäßig. Und auch jetzt sind wir noch auf einem Stand, den ich mir besser wünschen würde. Sage ich euch herzlichen Dank. Danke. Schwerpunkt natürlich Frauenangelegenheiten. Frau Martina Fasland hat mich in dem Zustand gesehen und hat nicht gefragt. Genauso wie es John F. Kennedy gesagt hat, was kann die EUW für dich tun, sondern was kann ich für die EUW tun. Martina, ich danke dir herzlich. Eine Österreicherin war es, die 1953 uns gegründet hat. Inzwischen sind wir 17 Nationen und ich bin bereits das 25. Jahr im Executive Board of the European Union of Women. Frauenwahlrecht, 100 Jahre Frauenwahlrecht, kann man sich das überhaupt noch vorstellen, dass das einmal nicht gegeben hat? Naja, wenn man sich in der Welt so umblickt, kann man es sich sehr wohl vorstellen, denn das ist auch in der heutigen Zeit nicht in allen Ländern selbstverständlich. Und wenn man in die Schweiz blickt, da gibt es das Frauenwahlrecht erst seit den 70er Jahren. Also man sieht, das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit gewesen und ist es auch in der heutigen Zeit nicht. Daher umso wichtiger, dass man sich dessen bewusst ist und das entsprechend auch gefeiert wird und sich das bewusst macht. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Ja, bitte gerne. Er kämpft ein steiniger Weg von 1848 an bis dann 2018, 19 es soweit war. Es hat sich seither sehr viel getan, etwa wenn man daran denkt, dass noch in den 70er Jahren eine Frau nicht arbeiten durfte, wenn es der Ehemann nicht erlaubt hat. Also das muss man sich einmal vorstellen, so lange ist das ja noch nicht zurück. Also diese Dinge zum Beispiel oder das Frauenberufs, meine Mutter war Hausfrau, das war damals so üblich und das war für mich
ich will nicht sagen schrecklich, weil meine Mutter hat das gern gemacht, aber es war für mich immer irgendwie, sie musste, wenn sie ein neues Kleid einmal wollte, hat mein Vater immer gesagt, das ist eh neu, das war aber 20 Jahre alt. Und, so. Und da habe ich mir geschworen, das möchte ich in Zukunft nicht so haben. Und das war der Grund, warum ich eben die eigene Laufbahn gewählt habe. Und mit sehr viel Glück, da gehört sehr viel Glück dazu, dass man am richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, dass man eine solche Karriere, das war nie, wie soll ich sagen, meine Lebensplanung. Aber ich habe mich auch nie gescheut, Dinge anzupacken oder Chancen zu ergreifen. Seele und Leib, Mann, das Vibe. Habe ich auch gespielt in Südkorea. Na bitte, lustige Witwe. Kannst du das bei mir auch gut anschauen, stimmen? Warte, ich muss mal meine Geräte da entscheiden. Ja, ist nicht so. Sänger, Altsängerknabe. Nein. Bin ich ein junger Alter in der Operette. Da mache ich jetzt mit in Baden, vorher Südkorea und im Sommer Mörbisch. Also was will man mehr? Genau. Na geh, Frau Mühlbauer. Warte. Aber jetzt. Ja, das Studium der Weiber ist schwer, nimmt uns Männer verteufelt auch her. Niemals kennt doch an Seele und Leib, man das Weib. Mädchen zart, Gretchen art, blondes Haar, mit den treuesten blauäugigen Paar. Ob sie schwarz oder rot oder blond sind gefärbt, ist egal, man wird doch gegerbt. Na bitte. Das zum Weibertag. 100 Jahre Frauenwahlrecht, eine ganz wichtige Sache. Kann man sich das heute noch vorstellen, dass Frauen kein Wahlrecht haben? Nein, also ich glaube nicht. Ich glaube, die Sache ist gegessen. Aber viele Dinge liegen noch nicht so lange zurück. Und man wird sich wundern, wenn man so ein bisschen in die Annalen schaut, wie kurz manche Dinge erst eigentlich aktuell sind und erobert worden sind von Frauen. Wenn man bedenkt, die Schweiz hat das Frauenwahlrecht nach uns eingeführt. Das ist richtig, aber die Schweiz hat auch eine komplett andere Struktur und diese Grunddemokratie, diese Basisdemokratie, die die Schweiz hat, ist natürlich schon eine Form, die schätzenswert ist und kann man mit Österreich kaum vergleichen. Ja. Kann man eigentlich sagen, dass durch das Frauenwahlrecht auch die Frauen im Beruf sich leichter getan haben? Ja, ich denke schon, weil mit dem Frauenwahlrecht haben wir mal die Frauen auch eine gleichwertige Stimme gekriegt. Ja? Und das ist schon eine Grundvoraussetzung, würde ich sagen, um eine Äquidistanz bzw. auf derselben Ebene zwischen Mann und Frau zu agieren. Aber das heißt, es ist noch immer nicht alles erledigt. Es gibt ja immer noch, glaube ich, Sachen, die noch verbesserungsmöglich wären. Ja, absolut, absolut. Ich meine, Männer haben jahrelang oder Jahrzehnte, Jahrhunderte lang Praxis in Karriere machen. Das haben Frauen überhaupt nicht, nicht. Diese 50 oder 60 Jahre, das ist nichts im Vergleich dazu. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, Kinder kriegen wird immer Sache der Frau bleiben. Ich meine, und ich denke, das ist auch was ganz Tolles. Aber man muss natürlich schauen, Kinder kriegen und Karriere unter einen Hut zu bringen. Also das ist ein Balanceakt, ja, um nicht zu sagen ein Zirkusakt. Ja, das ist bemerkenswert eigentlich, was Frauen leisten, muss ich sagen. Ja, genau. Und daher denke ich mal, da ist noch viel zu tun, so ähnlich wie in den skandinavischen Ländern. Frauen brauchen einfach mehr Backup, nicht? Weil ich spätestens ab dem zweiten Kind ist ja das wirklich die Aufgaben fülle irrsinnig, ja. Und wenn da die Gesellschaft nicht zusammenhält und sagt, okay, damit die Frau weiterarbeiten kann, wir nehmen die Bügelwäsche und die wird gratis vom Staat gewaschen und getrocknet, ich glaube in Schweden ist das so, dann ist das schon mühsam, ja, alles unter einen Hut zu bringen. Aber ich hoffe, dass es doch einmal irgendwann einmal diese wirkliche sogenannte Gleichstellung geben wird. Ja, ich denke schon. Und ich denke, die jungen Väter sind auch auf dem besten Weg dazu. Denn sie schätzen mittlerweile sozusagen mit dem jungen Baby, mit dem jungen kleinen Kind auch unterwegs zu sein. Früher war das eher so, okay, mit dem fange ich nichts an, solange das im Wagen liegt und erst, wenn es einmal die ersten Sätze spricht, vielleicht dann, nicht? Aber jetzt, ich meine, diese Beziehung rechtzeitig aufzubauen und auch zu genießen, das können auch die jungen Väter heute. Und ich denke, dass wenn das so weitergeht, ist das gut für die Frau. Das sage ich euch herzlich. Danke. Wäre das auch für dich eine Idee, dem Wein der Musik vorzuspielen?
Ja, wir bauen die Weine im Fass aus, das ist technisch nicht so einfach. Und es gibt aber auch Methoden, den Keller zu beschallen, und das machen auch Kollegen von mir. Und ja, warum nicht? Warum nicht, gell? Kann man gleich bei der Arbeit auch ein bisschen Musik hören. Du hast aber noch zwei große Protagonisten, die diese Weine, dieses Verfahren von dir unterstützen. Wer ist denn das? Nämlich nicht irgendjemand. Ja, also begonnen habe ich mein Projekt vor ein paar Jahren mit einer Operette. Aber mittlerweile konnte ich sogar schon den José Feliciano und den Semino Rossi für mich gewinnen. Also mittlerweile gibt es auch schon bekannte Musik im Tank. Großartig, ich danke unseren zwei Winzerinnen und danke natürlich für die Weine, die uns zur Verfügung gestellt hat. Silvia Heinrich und Katharina Baumgartner, Dankeschön. Ort, wieder sagt keiner auch nur ein Wort. Wie viele Chancen braucht man im Leben? Bist du vielleicht der, den ich schon so lange suche? Wann werden wir uns denn wiedersehen? Ich glaube, ich werde das Leben nie verstehen. Ein Jahr vergeht, bis ich dich wiedersehe. Der Regen jetzt stumm, du in meiner Nähe. Meine Hände sind feucht, mein Puls ist auf und davon. Doch du nicht allein, wer sie, komm, sag schon. Wie viele Chancen braucht man im Leben? So, jetzt haben wir den Chef des Hauses da. Ein ganz ein wichtiges Geburtstagsfest heute. Ne? Das kann man sagen. 100 Jahre, sowas Großartiges zu feiern. Das Interessante ist ja, dass Österreich eines der ersten Länder war, in denen das Frauenwahlrecht genehmigt wurde, quasi. Ja, ja. Kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass die Frauen nicht wählen dürften? Nein. Das ist eine wichtige die Wählergruppe überhaupt, weil sie vom Mobilisieren her sehr interessant ist. Weil man damals völlig anders ansprechen muss, in vielerlei Hinsicht als Männer. Würde ich mal glauben. Dann sage ich euch recht herzlichen Dank und wiederum ein ausgesprochen tolles Fest im Affelderhof. Danke, ich hoffe, wir zerfranzen uns. Danke. Das kann Ihnen die Sicherheit geben, vom Psychopathen umzingelt zu sein. Denn der Psychopath agiert im Dunkeln. Der Psychopath agiert aus dem Hinterhalt. Und jetzt habe ich gleich einmal eine Frage, wer von Ihnen glaubt, dass ein Psychopath ist, bitte Hand hoch. Alle, die jetzt die Hand hochgehoben haben, sind definitiv keine Psychopathen, sondern Narzissten. Narzissten, die jede Gelegenheit nutzen, um in den Mittelpunkt zu kommen. Schenken Sie mir für 10 Minuten Ihre volle Aufmerksamkeit. Dann erfahren Sie vielleicht ein Stück darüber, wie Menschen funktionieren. Ich bin Profiler, ich bin Kriminologin und ich setze mich mit den Guten auseinander, aber auch mit dem Bösen. Im Bereich Sicherheit, aber auch im Bereich der Wirtschaft. Denn nicht immer ist es Rahm, der oben schwimmt. Ja. Frau Minister, ein ganz tolles Fest für eine ganz eine wichtige Sache. Das stimmt, 100 Jahre Frauenwahlrecht, das muss man wirklich feiern, ich sag's wie es ist. Da haben mutige Frauen für uns gekämpft, damit wir wählen gehen können und damit wir auch gewählt werden dürfen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Errungenschaft. Aber was Frauen jetzt in Zukunft noch mehr zeigen können, ist Solidarität. Ich möchte auf die EU-Wahl verweisen. Wir haben hier ganz tolle Frauen auf der Wahlliste. Und ich würde mir wünschen, dass hier Frauen ihre Stimmen geben. Wobei, etwas hat mich geschockt, wie Sie in Ihrer Rede gesagt haben, 250 Jahre wird es noch dauern bis zur 100%igen Gleichberechtigung. Ja, das sagen die Statistiker, das sagen die wissenschaftlichen Daten, 258 Jahre. Ich glaube, wenn wir zusammenstehen und zusammenhalten und natürlich, das muss ich schon auch sagen, Chancengleichheit und Gleichberechtigung kann nur gemeinsam mit den Männern erreicht werden, dann hoffe ich natürlich schon, dass wir das wesentlich früher erreichen. Das ist unser Ziel. Na, da bin ich optimistisch.
Ich bin extrem optimistisch. Frauen sind heute gut ausgebildet, Frauen stehen mitten im Leben, Frauen sind stark. Und wenn wir gemeinsam unser Potenzial nutzen, dann schaffen wir das sicher viel früher. Dankeschön. Dankeschön. Mein liebe Topfer und mein Hirn sagt la, 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 la. Ich hätt gemeint, ich hab alles im Griff. Mein Leben ist großartig durchdacht und organisiert. Ich weiß ungefähr, wer ich bin. Und auch wie im Prinzip mein Chaos theoretisch funktioniert. Ja, wir haben jetzt die Charlotte da. Wieder mal eine ganz grandiose Veranstaltung da im Machfelderhof. Ja, und wenn wir schon von Frauenrecht, Frauenwahlrecht reden, jetzt haben wir eine Bauerfrau da. Kannst du dir vorstellen, dass die Frauen kein Wahlrecht hätten? Nein, natürlich nicht. Also, ich meine, ich bin in einem Alter, wo die Frauen immer wählen konnten. Gell? Die Frage ist allerdings, ob sie immer alle Frauen auch machen, also wirklich zur Wahl gehen. Also ich schon. Ja, ich würde auch sagen, wenn man schon so lange kämpfen musste dafür, dann sollte man wirklich das auch nützen. Ich glaube auch. Es sind Menschen gestorben dafür, dass sie wählen dürfen. Gell? Glaubst du, wenn das Wahlrecht nicht wäre, dass die Frauen noch schwerer hätten? Naja, ich meine, das sieht man ja in anderen Ländern. Ne? Also ich würde gar nicht Saudi-Arabien und so weiter, wo jetzt gerade einmal die Frauen Auto fahren dürfen. Ja. Ich meine, in dieser Steinzeit können wir emanzipierten Frauen uns ja gar nicht mehr zurückdenken. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Ja. Jetzt, wir gehört ja von der Frau Ministerin, bis das hundertprozentige Wahlrecht, also die Gleichheit der Frauen, da dauert es 250 Jahre, das hört sich schlimmer. Ne? Ja, ich war auch erstaunt, muss ich ehrlich sagen, aber so Veränderungen dauern einfach lang. Ne? Das hat man ja auch gesehen, zum Beispiel, es gibt nur immer ganz wenige Frauen in Aufsichtsräten oder als Generaldirektoren. Ja, in der Politik gibt es eigentlich schon mehr Frauen, aber in der Wirtschaft sind wir noch ein bisschen hinten noch. Dann werden wir schauen, dass wir ein bisschen einen Druck machen. Ne? Ja, ich meine, es ist nicht ganz so einfach, weil als Frau will man ja auch Frau sein. Und in einer solchen Position muss man eher seinen Mann stehen. Und ich glaube, im Moment ist es für die Frauen und für die Männer schwer, mit diesen Rollenbildern umzugehen, weil es ist gerade irrsinnig viel im Umbruch. Und muss man schauen, wohin sich das entwickelt. Also ich hoffe nicht, dass die Frauen jetzt Männer werden oder die besseren Männer werden und dass die Männer glauben, sie müssen jetzt nur ihre schwache Seite zeigen. Also ich hoffe, dass das alles in eine gute Richtung geht. Ich bin fast sicher dafür. Dann sage ich schon danke. Bitte. Es ist nicht sehr gewöhnlich, dass man eine Generalin vor dem Mikrofon hat. Ja, welche Bedeutung hat das Frauenwahlrecht und in welcher Position sind die Frauen heute? Ich sage mal, das Frauenwahlrecht hat natürlich eine sehr riesige Bedeutung, da braucht man gar nicht drüber reden. Und die Position der Frau heute, ich sage mal, wir haben schon sehr viel dazu gewonnen. Und es muss aber noch weitergehen, vor allem eben die Gehaltsunterschiede, das muss ich wirklich sagen. Also es ist auch im akademischen Bereich gibt es diese noch, ja. Außer mal im Beamtenschema gibt es nicht. Aber wenn man in der freien Wirtschaft schaut, ja,
auch wenn das Akademiker die gleiche Stelle haben, verdienen die Frauen teilweise noch weniger und das kann es nicht geben, das kann nicht sein. Und daran muss auf jeden Fall weitergearbeitet werden und dafür stehen wir Frauen auch. Jetzt meine Frage persönlich noch, ist es schwer gewesen, als Frau beim Bundesheer in diese Position zu kommen? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, bei dem Interview, ich war schon 38 und da hast du natürlich ein anderes Selbstbewusstsein und da hat man ein anderes Auftreten, als wie wenn man ganz jung dazukommt. Ja? Aber ich glaube, mittlerweile ist das auch schon so selbstverständlich, dass wir auch Frauen beim Bundesheer haben. Wir sind jetzt keine Exoten mehr. Früher war man noch ein Exot, wenn man als Frau zum Bundesheer gekommen ist, jetzt nicht mehr. Das ist gut so. Dann sage ich euch herzlichen Dank. Gerne, danke schön. Ja, ich hoffe, Sie bleiben uns noch ein bisschen erhalten. Ich habe eine große Freude damit, dass ich diesen Abend moderieren durfte. Ich habe viele tolle Frauen kennengelernt. Ich hoffe, Sie netzwerken noch ein bisschen, machen Sie das nach Herzenslust und stoßen Sie vielleicht ein-, zweimal noch an auf die nächsten 100 Jahre Wahlrecht und möge es das auf der ganzen Welt geben. Wir können zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten. Schönen Abend noch. Vielen Dank.